Was war hier? Nee, ein anderer Weg irgendwo anders hin, aber da will ich nicht lang, stimmt. Irgendwo zum Berg, glaube ich. Irgendwo oben auf dem Berg. Aber da will ich nicht hin. Weil sonst muss ich den ganzen Weg hier unten runter wieder latschen. Lass mich mal eben von der Fee hier heilen. Hallo Fee. Lass mich deine Wunden heilen, entspann dich und schließe die... Okay. Herrlich. Herrlich, herrlich. Von einer Fee geheilt werden ist doch immer schön, oder Leute? Findet ihr nicht auch? Ich glaube schon. So, zack, geh weg. So viel Schaden kassiert. Wir haben uns gerade heilen lassen, Mensch. Schon wieder Schaden. Oh Gott. Krieg hier zu viel Schaden, Leute. Krieg hier eindeutig zu viel Schaden. So. Und hier, zack, sechster Ballast. Yeah. So, wir müssen jetzt eigentlich nur links lang erstmal, genau. Das war links. Oh, warte mal, die sind nicht nach einem... Oh, nee, nach zwei, was? Ich muss die noch gar nicht besiegen, fällt mir gerade auf. Oder? Nee, da ist nur Geld drin. Warte mal. So, erstmal. Was war hier nochmal? Hier oben war die Karte, glaube ich, nur drin. Hier war nichts Wichtiges. Mussten wir zuerst hier lang? Och Gottchen, ey, ich habe keine Ahnung mehr. Oh, dieser sechste Palast, ey. Alle Paläste weiß ich noch. Aber diesen sechsten nicht mehr. Ich habe den Gegner vergessen. Hallo. Nee, hier musste ich später lang, ne? Oder? Oder? Ja, vor allem habe ich was vergessen. Oh, wow. Ich habe die Bombe nicht explodieren lassen. Stimmt, shit. Das ist natürlich dumm. Das ist natürlich sehr dumm. Oh Gott, oh Gott. Ich bin ein Held. Nennt mich Lappen. So, zack. Zack. Jetzt aber. Ich weiß gar nicht, ob uns das jetzt schon was bringt. Aua. Aua. Ach komm, jetzt bin ich echt hier... Bin echt runtergefallen, Mann. So. War zu spät, shit. So, mit einer Bombe werden sie gewonnen, stimmt. Ach Gottchen. Hallo! Wir haben unser Item. Und zwar haben wir jetzt das Kraftarmband Nummer 2. Damit können wir nämlich jetzt so eine Statuen hier hochheben. Bam. Und das ist eine Fee. Haben. Ach ja. So, und jetzt? So. Und nochmal hier lang. So, jetzt können wir, glaube ich, nochmal... Nee, das müssen wir erstmal so lassen, glaube ich, genau. Hier auch. Damit wir da oben lang kommen. Hier oben müssen wir hier lang gehen. Richtig, hier ist nur eine Karte, glaube ich, drin. Ja, genau. Nee, Kompass, ja, Kompass. Kompass, meinte ich. War das, was ich meinte. Ist okay jetzt. So, zack. Hier. Einmal raufhauen. Und uns einen Schlüssel holen. Und zwar hier. Indem wir... Hier. So. Wow. Zack, Schlüssel. Alles klar. Sehr gut. Das müssen wir jetzt erstmal deaktiviert lassen, genau. Jetzt können wir uns nämlich... Ich glaube, jetzt bekommen wir die letzte... Ist das schon jetzt? Nee, ist es nicht später? Dürfte jetzt sein.
Dürfte jetzt sein. Hier erstmal Geld holen, genau. 100 Rubine. Brauchen wir eigentlich nicht mehr, aber naja. Und hier ist die letzte Zaubermuschel, Leute. Zaubermuschel Nummer 20. Somit können wir uns das Schwert-Upgrade holen. Und das hier ist nur... Oh, es ist so nervig. So, dann müssen wir jetzt halt diese... Danke. Pferdeköpfe auf einen Nenner bringen, sag ich mal. So, hier können wir jetzt ganz normal langrennen erstmal. Und... Weile. Was? Danke. So, und jetzt können wir... Da müssen wir gar nicht lang, oder? Nee. Ich glaube, da müssen wir nicht lang. Wir können es trotzdem mal machen. Aber ich glaube, da oben ist auch nur Geld drin. Nein, wir lassen es. Da oben ist nur Geld drin. Bin ich der Meinung, wir haben Schlüssel. Naja, einen Schlüssel haben wir. Das reicht doch erstmal. Mehr brauchen wir, glaube ich, nicht. Oder? Nee, ich glaube nicht. So. Jetzt sind wir im zweiten Abschnitt des Dungeons. Und jetzt wird's interessant. Jetzt wird's witzig. Denn ich habe hier immer einen Fehler habe ich hier immer gemacht. So habe ich immer vergessen, einen Schlüssel einzusammeln, einen bestimmten. Und das war so nervig, dass ich den dann immer vergessen habe. Wir gehen erstmal hier lang. Ich glaube, das ist sogar. Wir müssen erst hier lang. Okay, jetzt haben wir einen haben wir nicht besiegt. So. Den haben wir jetzt aber besiegt. Beide nehmen wir gerne wieder mit. Hier kommen wir nicht hoch. Shit. Hier habe ich was vergessen. Aber hier müssen wir jetzt lang, ne? Genau. Okay, gut. Zwar habe ich hier hinten einen Schlüssel vergessen. Ich habe den immer vergessen mitzunehmen. Immer. Da musste ich den Weg immer komplett neu laufen. Diesen Schlüssel. Ich habe den so oft echt vergessen, einfach mitzunehmen. Einfach so. Ich dachte mir so, nö, habe ich keinen Bock drauf. Den will ich nicht mitnehmen. Der Schlüssel ist doof. Der ist gemein. Speedrunner machen da übrigens auch einen Jump, einen Wall-Jump, sag ich mal. Um da hoch zu jumpen. Wie der geht, ich habe keine Ahnung, wie der geht, ohne Witz. Keine Ahnung. So, hier denken jetzt auch einige, hier kommt man gar nicht weiter. Aber nein, eine Bombe legen ist angesagt. Und jetzt müssen wir diesen Boss hier machen. Und der ist eigentlich recht einfach. Muss die Kugel nehmen und gegen ihn werfen. Ganz einfach. Bam, oh. Hey. Komm, er jetzt hier. Komm, nice, okay. Und einmal seine Kugel und einmal airdrop meine Fee. Das ist ziemlich cool. Den Miniboss werden wir auch noch einmal begegnen. So, und jetzt müssen wir nicht oben lang gehen, weil sonst kommen wir wieder ganz am Anfang raus. Sondern einfach hier drunter lang. So, zack, zack, zack. So. Hier müssen wir jetzt warten. Wir können schon mal das hier öffnen. Zack, zack. Oh, lol. Nein, dass ich da getroffen wurde, ey. Eieiei, okay. Da wollte ich nicht rein. So, bekommen wir hier unten auch noch einen Schlüssel? Ich weiß nicht. Hier bekamen wir keinen, ne? Nee. Glaub nicht. Gut, wir haben da jetzt den Schlüssel bekommen. Und... Ja. Zack. So, und jetzt hier wieder. Nervig. Das ist auch random, glaube ich, wie die fallen. Das heißt, man kann hier echt schon eine lange Zeit verbringen. Danke. Ach Gottchen. Ach Gottchen. Zack. So, hier brauchen wir jetzt die Boots. Einmal durch. Einmal durch. Man kann es auch ohne Boots machen, dann kassiert man halt ein bisschen Damage, aber... Ist eigentlich so weit nicht weiter schlimm. Können wir die nicht eigentlich auch mit dem Bogen? Ja, kann man. Brauchen aber 4 Hits, oder? Ja, ach Gottchen. Man kann sie auch mit der Bombe oder mit den Krügen halt besiegen, aber
Egal. Zack. Zack. Okay, dass ich da noch einen Schaden... Mann. So schön durchgekommen. Ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Ist das überhaupt wichtig, dass ich hier... Nein, ne? Warum bin ich hier? Na doch. Vielleicht bin ich ja dafür hier. Ich habe keine Ahnung. Gehe sonst auch immer hin, bin ich der Meinung. Aber ich weiß nicht, warum ich jetzt hier hingegangen bin. Naja. Was soll's. Haben wir halt extra Rubine bekommen. Ist ja okay. So, hier haben wir noch einen Miniboss. Riss. Rissbomben. Du willst es. Ist das denn ernst? Danke. Und auch hier heißt es, glaube ich. Raus, rein. Nein, okay, schade. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Zack. 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 So. Und jetzt sind wir hier, wofür ich immer diesen Einschlüssel gebraucht habe, den ich halt vergessen habe einzusammeln. Das ist, ach. Ich habe mich dann immer so darüber aufgeregt. Und... Zack. Ja, wir müssen hier eine Vase gegenwerfen, gegen diese Truhe. Sonst würden wir sie nämlich nicht aufbekommen. So, jetzt müssen wir noch... Was müssen wir jetzt noch machen? Nur noch zurückgehen. Wir könnten uns hier unten noch... Oh Gott, oh Gott. So, warten. Was? Ach komm schon. Danke. Meine Güte. Wir können uns hier, glaube ich, noch Rubine holen. Ich bin der Meinung, man kriegt die Rubine. Oder? Waren das die Rubine? Ja, ich glaube 50 oder so. Ja, 50 Rubine, nice. Das Ding ist, wir brauchen die Rubine halt echt für nichts mehr. Wir brauchen sie nicht mehr. Einfach, nein. Wir brauchen sie nicht mehr. Wir haben alles gekauft, was wir mit Rubinen kaufen können. Mehr müssen wir nicht machen. Ah. Oh Gott, oh Gott. So. Jetzt nur noch hier unten hin. Wir können jetzt halt einmal rumjumpen. Und dieses Ding da erledigt den Rest für uns eigentlich, weil er halt alles eingesogen hat an Gegnern. Und er selber zählt halt nicht als Gegner. So, jetzt warten wir. Zack. Können hier durch. Das könnten wir jetzt noch einmal anmachen, eine Seite. Um uns noch eine Fee... Ach nee, beide Seiten, okay. Dann doch beide Seiten. Um uns Feen zu snacken. Und jetzt sind wir schon beim Boss. Ich glaube, wir können ihm jetzt schon Schaden zufügen halt. Obwohl der Kampf halt noch nicht mal begonnen hat. Und ich bin der Meinung, er kriegt auch... Ne, er kriegt da nicht. Okay, er kriegt keinen Schaden. Okay, komm schon. Aua. Komm, ist okay. So, und schon haben wir ihn besiegt. Ganz einfach. Dieser Maskenboss, ey. Ach ja. Ist schon easy irgendwie. Dieser Maskenboss ist einfach der einfachste Gegner. Okay, nein, nach dem Fisch aus dem vierten Ballast. Und schon haben wir den sechste... Das sechste Instrument schon. Ach Gottchen. Seestern-Triangel. Yeah. So, jetzt können wir uns erstmal das zweite Schwert holen. Gebirge. Ein Ruf aus dem Gebirge. Ja, da gehen wir gleich hin. Oh, die Monster auf Kokolent befürchten, dass der Windfisch bald aufwachen wird. Doch sind die Monster real und halten alles auf, was die Insel zerstören könnte. Aber der Tag X ist sehr nahe. Gehe nun auf die Adlerfestung. Fliegen. Fliege, du kannst es. Ja.
Das können wir sogar wirklich gleich. Aber erstmal zweites Schwert. Komm zu mir. Steigt weiter. Steigt langsamer. Immer langsamer. Aber zack. Ja. Und es formt sich etwas. Ein Kreis. Cool. Ein größerer Kreis. Okay, der Kreis formt sich zu einem Schwert, was einfach größer ist als Link. Ist größer als Link. Aber naja, okay. Ja, es gibt nämlich kein Master-Schwert an sich in dem Spiel. Weil, ja. Genauso wie in Oracle of Ages, Oracle of Seasons. Ist ja auch kein Master-Schwert. Als ob ich getroffen wurde. Toll, jetzt haben wir den coolen Laserstrahl nicht mehr. Wir haben den Laserschuss halt nur bei vollen Herzen. Und ja, das war's. Wir haben keine Zaubermuscheln mehr. Da, wo jetzt Zaubermuscheln drin sind, ist jetzt, glaube ich, immer Geld drin. Bin ich der Meinung? Weil Zaubermuscheln brauchen wir halt nicht mehr. Was ist da jetzt eigentlich für eine Anzeige? Gar nichts mehr, okay. Gut, wir machen uns jetzt aber auf den Weg zu dieser Vogelstatue, die wir hier schon öfter mal gesehen haben. Und zwar hier. Können wir jetzt schieben, reingehen und ratet mal, was hier ist. Und ratet mal, was wir hier spielen müssen. Das dritte Lied der Frösche. Damit kann man nämlich Sachen zum Leben erwecken, Leute. Und das machen wir gerade. Yeah! Wow, der Don Gocke lebt ja wieder und nett scheint er auch zu sein. Ja, und der folgt uns jetzt. Und wir können ihn halt hochheben. Und dann mit dem fliegen. Allerdings, ja. Müssen wir das auch nur einmal machen. Man kann mit dem halt eigentlich noch eine Zaubermuschel holen, die sich Nähe der Burg aufhält, wo wir die 5 goldenen Blätter bekommen haben. Aber ja, da ist es ja jetzt ja nicht mehr. Aua. Denn ja, es gibt keine Zaubermuscheln mehr. Deswegen müssen wir da auch nicht hin. Aber wir brauchen diesen Gockel, um an den Schlüssel für den 7. Palast ranzukommen. Wir könnten uns auch eigentlich schon den Boomerang holen, merke ich gerade. Aber da jetzt nochmal hinzurennen, mache ich nicht. Nö. Langsam wird es ernst. Du musst nur noch 2 Aufgaben bestehen. Die erste wartet im Osten der Berge, die zweite im Westen. Und geh schon, der Windfisch wacht bald auf. Jo. Der wacht aber erst auf, wenn wir ihn gerettet haben. Oder? Ich glaub schon. Klar. Wir sollen ihn ja aufwecken. Warum sagt er denn, der Windfisch wacht bald auf? Wir sollen uns beeilen. Hä? Okay. That logic. So, da seht ihr schon das vorletzte Herzteil. Das vorletzte Herzteil. Das letzte ist im 8. Palast, Leute. Das letzte ist im 8. Palast. So. Letztes Mal konnten wir hier rechts ja nicht weiter. Jetzt schon. Hier hoch. Wenn wir da rechts lang gehen würden, würden wir noch eine Zaubermuschel eigentlich finden, aber die gibt's ja jetzt auch nicht. Die gibt es ja nicht mehr. So. Wir müssen jetzt einfach mit dem Gockel hier lang fliegen. Zack. Und hier lang fliegen. Nein, komm schon. Zack. Hier nochmal schnell rüberfliegen. Adlerpalast Schlüssel holen. Und ich hoffe jetzt keinen Fehler begehen, indem wir hier reinspringen. Nein, wir kommen nämlich hier raus. Alles klar, sehr gut. So. Und das war's schon. Jetzt müssen wir hier lang gehen.